Und Kakuhari. Ja, hallo CCC. Ich bin Tonemir und ich werde über Unhash, bessere Methoden oder Methoden für besseres Passwort-Cracken reden. Der Kern meines Talks ist meine Forschung, wie man langweilige Dinge automatisieren kann, um Passwörter zu checken und um Passwort-Cracking-Attacken gegen Passwörter zu verbessern. Die Idee ist, beizutragen und Elemente zu integrieren in andere Werkzeuge, wie zum Beispiel Metasploit oder ähnliche Dinge, mit Offenheit und mit Wiederverwendbarkeit als Ziel. Also, fangen wir zuerst mit der Psychologie von Passwörtern an. Was für Passwörter gibt es? Zunächst gibt es also Standardpasswörter oder Standard-Hintertüren, die Leute in unsere Systeme einbauen, Root, Support, Admin, solche Dinge. Dann gibt es echte Passwörter, denn Leute brauchen ein System, um Passwörter sich zu merken. Jeder von euch hat ein System, wie Passwörter erzeugt werden, wie ihr sie euch merkt, oder? Also, Menschen benutzen Kombinationen, Mutationen, sie fügen Wörter hinzu, sie haben ihre eigenen Wege. Und es gibt pseudo-zufällige Passwörter. Man kann nicht sagen, dass etwas wirklich zufällig ist. In bestimmten Spezialfällen vielleicht. Aber etwas wie dies hier, wenn jemand sich dies merken kann, das wäre unglaublich, aber normalerweise ist das nicht möglich. Und deswegen haben wir Systeme, uns andere Passwörter zu merken. Der Talk teilt sich in zwei Probleme auf. Das erste ist das langweilige Problem, also das Interessante kommt am Schluss. Das erste Problem ist, wie überprüft man Systeme auf Standardpasswörter, zum Beispiel vernetzte Geräte wie Router und Switches? Wie überprüft man eingebaute Hintertüren? Also jetzt nicht Programm-Hintertüren, sondern Hintertür-Passwörter, die vielleicht in Accounts stehen gelassen worden sind. Und wie bekommt man Daten durch automatische Angriffe? Also, das langweilige Problem sind also Standardpasswörter auf Geräten. Jeder von euch hat einen Router oder ein ähnliches Gerät. Sie kommen meistens vorkonfiguriert an mit Standardpasswörtern. Dieses Problem ist normalerweise manifestiert in der Produktion, wo man irgendwie was vergessen hat. Also, wir brauchen jetzt direkt Wi-Fi, WLAN, also holen wir uns das, dass das schnell passiert. Und in Testsystemen, da gibt es vielleicht eine Datenbank mit Username und Passwortkombination für den Datenbank-Admin und das andere für das System und das zweite wird nie geändert. Oder einfach nachlässige Konfiguration. Das ist also langweilig. Und das leicht interessante Problem sind Hintertürpasswörter und die Sammlung von Daten in der freien Wildbahn. Also, wie sammeln wir Standard-User-Passwortpaare, Username-Passwortpaare? Eine Sache, die ich versucht habe, ist einfach all die gesamten Standard-Passwortliste abzusaugen. Also Phenolith, Sidnet, Liquid Matrix, Security Override. Das sind also Dinge, wozu man Standard-Passwortlisten im Netz findet. Und dann sind wir natürlich organisiert und nach der Anzahl Vorkommen gewichtet, was also gut ist, wenn jemand ein Standardpasswort vergessen hat. Die gesammelte Daten nach Vorkommenshäufigkeit zu ordnen, ist die einzige sinnvolle Metrik, die wir zurzeit haben für unsere Analyse. Wenn jemand eine Idee für etwas Besseres hat, würde ich das gerne hören, denn Username-Passwort-Paare sind oft sehr normal oder Admin-Admin oder Admin ohne Passwort. Das geht dann einfach an den Anfang der Liste und wird früher getestet und das spart Zeit. Andere Metriken könnten nach Verkäufer oder nach Gerät sein, aber das enthält normalerweise nicht den Use Case, den wir haben möchten. Zum Beispiel vergessene Geräte oder schwache Geräte. Jemand wird sagen, warum möchte man jetzt alle möglichen Geräte? Was ist, wenn jemand Failed-to-Ban oder SSH-Guard hat, wenn dort jemand das Default-Passwort gelassen hat. Der Code für diese einfachen Dinge ist über GitHub erhältlich. Ihr könnt das verwenden und es ist außerdem auch im Metasploit-Framework erhältlich als Default-User-Pass for Services Unhash, falls ihr zumindest meiner Datenpflege vertraut. Das leicht interessante Problem sind fest eingebaute, fest kodierte Hintertüren. Hier ist also ein HP-Speichergerät, SAN, also Festplatten am Netz. Und jemand hat hier also eine Hintertür gefunden, ein Hintertür-Passwort gefunden. Und ich habe also hier etwas Einfaches ausprobiert und auf einmal kann ich die Administrationsoberfläche verwenden. Und
Es wurde dann veröffentlicht, dass fast alle möglichen Flughafensicherheitssysteme, die jetzt das Türöffnen vielleicht ermöglichen oder registrieren, wer sich wo aufhält, und der Morpho Itemizer, der also nach Sprengstoff scannt oder solchen Dinge, die haben alle Hintertürpasswörter, und all diese Geräte sind natürlich vernetzt. Unglücklicherweise ist der Trend, Username und Passwörter einzubauen als Hintertüren, weitet sich dieser Trend aus. Es gibt mehr und mehr Trends. Wie viele von euch wissen zum Beispiel über den Leak letzten Jahres eines populären VPN-Firewall-Anti-Spam-Verkäufers, der verschiedene Hintertür-Accounts in Geräte eingebaut hat? Zum Beispiel, das Beste war MySQL, Datenbank mit dem Default User-Passwort und ohne User-Product und ohne Passwort, und dann ein SSH-Schlüssel mit Zugriff aus der Ferne, Zugriffsmöglichkeit aus der Ferne. Erinnert euch daran. Das Problem ist, dass dies wird ein immer größeres Problem. Zum Beispiel, diese Art von Geräte hat keinerlei Sicherheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Dinge benutzen möchte. Oder man sollte zumindest die Dinge jetzt selbst überprüfen. Und wenn ich sage selbst, meine ich nicht selbst im... also redet zuerst mit euren Rechtsanwälten, denn es könnte auch Probleme geben, wenn ihr Tests durchführt. Das Dritte für Online-Angriffe ist, wie bekommt man Datensätze von Angreifern? Wenn man also Daten sammeln möchte, die in Online-Angriffen benutzt werden, zum Beispiel, was verwenden Botnetze? Ein interessanter Teil hier ist, dass man SSH-Bot verwenden kann, der Daten aus SSH-Honeypots sammelt. Also wenn man also einen SSH-Honeypot betreibt, bitte gebt diesen Leuten eure Daten, und das gibt uns Informationen über Attacken in der Öffentlichkeit. Und wenn man all diese Username-Passwort-Kombinationen herunterlädt, dann sieht man interessante Muster. Zum Beispiel, sehr beliebt mit einer hohen Anzahl von Vorkommnissen ist Root, und ein anonym Verkäufername und plus 46. Wenn man danach googelt, findet man das nicht. Das zweite ist URL eines bekannten Internetproviders und ein Zufallsstring. Das dritte ist Research Corp, Name einer Forschungsfirma, und eine andere Kombination, die man nicht finden kann als Default Standard. Und es gibt eine interessante Frage. Sind das Hintertüren, oder hat jemand hier Insider-Informationen, wie man diese Sachen einbringt und probiert alles aus? Lass uns jetzt nicht vorschnelle Schlüsse ziehen. Schauen wir uns einfach die Daten für Angriffe in der Öffentlichkeit, und wir finden interessante Daten. Warum verlieren wir an dieser Front? Naja, machen wir es einfach. Wir können nicht eine zentralisierte Datenbank haben, die all diese bekannten Hintertürdaten und Passwörter und all das sammelt. Wenn man jetzt sich irgendein Tool anschaut, das irgendwelche Passwortlisten für Tests hat, dann sehen wir, dass man nicht finden kann, von wo diese Liste kam, wer diese Liste erzeugt hat, für welchen Use Case und warum das benutzt werden sollte. Es gibt keine erklärenden Daten, die sagen, wie diese Passwortlisten erzeugt wurden, und es gibt keine Art, wie man dies integrieren kann mit anderen Werkzeugen. Es gibt keine Aktualisierungen und solche Sachen. Also Pull Requests auf GitHub ist nicht wirklich eine Option, die zu lesen. Das ist also ein manueller Prozess, und man kann sehen, dass dieser Teil langweilig ist. Niemand mag gerne diese Listen aktualisieren, und habe also die höchste Achtung für Leute, die diese Listen pflegen, denn irgendjemand muss das eben tun. Und ich muss noch etwas sagen, wir brauchen eine zentrale Datenbank, die wir dafür brauchen. Lasst uns eines pflegen und nicht sechs verschiedene für diese Daten, die nicht verbunden sind. Lassen wir es zu, dass das einfach in Tools eingebunden wird, und lasst uns es uns ermöglichen, dass diese Daten überprüft werden. Also wenn ihr interessiert seid, bitte kontaktiert mich. Nun vom langweiligen zum interessanten Teil. Wie können wir das Tracking für nicht Pseudo-Zufallspasswörter? Wie erzeugen also Leute Passwörter? Das ist die Frage. Wenn wir sehen, wie jemand sein Passwort erzeugt, dann kann man normalerweise einen besseren Angriff machen.
Wieso sollte man das tun? Naja, das ist verbunden mit doch einer anderen Sache. Wir wollen Wortlisten anfertigen aus anderen Daten, die für bestimmte Benutzer ausgerichtet sind. Wenn wir zum Beispiel hier Leute angreifen wollen, dann verwenden wir Security Activism 32C3 und so, 31C3 und andere Dinge und dann Mechanismen, um daraus anderes abzuleiten. Also was für Optionen haben wir, wenn wir jetzt viele Hashes cracken wollen oder Passwörter cracken wollen? Das erste ist einfach das Einfache und das Lustigste. Bauen wir einfach eine schnellere Cracking-Maschine, also mal viele verschiedene Prozessoren, Grafikprozessoren und solche Dinge. Das zweite ist, einfach den Algorithmus anzugreifen. Zum Beispiel MD4, der Algorithmus ist bekannt, dass man ihn mit einem Bleistift auf Papier angreifen kann. Das dritte ist, umgehen. Also machen wir irgendwelche Pass-the-Hash-DPA, einfach Schadsoftware, um das Passwort tatsächlich aus der Maschine herauszulesen, ohne das Passwort wirklich zu brechen. Das dritte ist, nicht einfach Brute Force verwenden, nicht alles ausprobieren, sondern intelligent angreifen. Wortlisten, Regeldateien, es gibt dann den Balance zwischen Zeit und Speicherbedarf, Rainbow Tables, Markov-Angriffe, Maskierungsattacken, Fingerprint-Attacken oder etwas anderes. Also jetzt kommt die auf jeden Fall notwendige XKCD-Referenz. Wie können wir eine Passphrase mit einem normalen Tool cracken? Das ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir müssen etwas schreiben in dieser Form. Das ist eine tatsächliche Regeldatei. Sie benutzt Wörter aus einer Wortliste mehrfach und probiert aus, was dann passiert. Das ist ein von Daten angetriebener Weg. Erst brauchen wir Daten, um herauszufinden, wie Leute Passwörter bilden. Diese Daten sind schwer im Netz zu finden, also zumindest Daten mit guter Qualität. Manche nette Leute im Internet haben tatsächlich gute Forschungsdaten geliefert, saubere Passwortdumps mit den eigentlichen Hashes und die ganzen Passwörter, nicht nur Teile davon. Unsere Auswahl, die ist sehr begrenzt. Das Lernset ist 33 Millionen Passwort, 14 Millionen eindeutige. Kyrillisch, Griechisch wurde alles entfernt, weil ich diese Sprachen nicht reintun wollte, schlichtweg, weil ich sie nicht kenne. Die Listen, die man verwendet hat, waren RockYou, PHBBB und Yahoo. Und jeder, der Passwort-Research macht, kennt diese sehr beliebten Listen. Die Daten zur Verifizierung waren zwei Sets. Erstmal LinkedIn, das ist das zweitgrößte Set. Und das dritte ist von Elite-Hackers, CardoCC, Hack5 und MySpace. Die Idee war zuerst, eine Art Maschinenlernen-Algorithmus zu verwenden. Das hat ganz schlecht funktioniert. Danach habe ich etwas erzeugt, was sich Sieving oder Sieben nennt. Wir erzeugen einen Classifier für jede Passwortklasse. Du kannst nicht alle Passwörter klassifizieren, das geht nicht, sondern nur einen Teil davon. Wir erzeugen einen Classifier, der diesen Untersatz identifizieren kann, und von jedem für diese Klassen erzeugen wir einen Classifier. Wir entscheiden uns, welche davon die korrektesten sind, und dann ändern wir das Ganze in ein Format, was analysiert werden kann. Diese Classifier sind einfach Muster, Keyboard-Muster. Really keyboard patterns. Ja. Und pseudo-zufällige Passwörter, die wir auf den ersten vier Slides gesehen haben, war tatsächlich ein Tastaturmuster. Es sieht sehr gut aus, aber man folgt nur Tasten in einer bestimmten Form auf der Tastatur. Und hier gibt es Änderungen, Mutationen, wo man einen Buchstaben gegen anderen austauscht und so weiter. Oder Kombinierung von mehreren Worten und Elementen. Oder einfach nur bestimmte Elemente. Wenn wir das sieben, dann können wir das iterativ durchgehen und die Passwörter auseinandernehmen. Das zweite Problem ist, wie identifizieren wir Sprachen? Zum Beispiel, wenn man sagt Security, das gibt's in allen Sprachen. Aber was ist, wenn du Plagia sagst?
was ist das? Wie kann ich das identifizieren? Aber wenn du eine gute Wortliste haben willst, kannst du dich nicht nur auf die Sachen verlassen, die es schon gibt. Google und andere Corpuses sind oft zu groß. Bibliothekprogramme wie Hanspell und Aspel ebenfalls auch nicht. Menschen benutzen alles Mögliche, nicht nur grammatikalisch korrekte Sätze, zum Beispiel Informationen über Sachen von einer berühmten Fernsehserie, die Namen der Figuren, Namen der Orte, aus Büchern. Eine ideale Quelle ist tatsächlich Wikipedia, weil Wikipedia sehr viele Artikel hat. Und die sind nicht durch Sprache begrenzt. Das heißt, ich habe Englisch, Deutsch, Ungarisch, Französisch, Spanisch und so weiter gedumpt. Und das hat eine sehr große Passwortliste erzeugt, mit der wir Zeichen erkennen können. Um das noch zu verbessern, Wikipedia has about 84 main categories that I identified. Wikipedia hat 84 Kategorien und diese Kategorien habe ich die jeweils Top 50 Resultate von Google dafür noch dazu genommen. Um euch das zu ermöglichen, um sowas von Google suchen zu ermöglichen, habe ich ein Skript erzeugt, GWorklist. Das holt sich die Top X Google Resultate. Und man kann Schlüsselworte und sogenannte Google Docs eingeben und es wird auch eine Wortliste anhand der Häufigkeit erzeugen. Und das kann man einfach in ein Passwort-Cracking-Tool pipen. Warum brauche ich das? Wenn man das benutzt, dann ist es mehr effizienter, wenn man eine sehr allgemeine Wortliste verwendet. Wenn du Security Researcher angreifst, dann kannst du deren Daten verwenden, die sehr spezifische Informationen oder Schlüsselworte hat, die sie benutzen würden. Und natürlich kann man rekursiv arbeiten. Du nimmst die Resultate und gehst rekursiv durch und erzeugst eine noch größere Liste. Das ist ein iterativer Ansatz. Zuerst markierst du die bekannten Elemente. Du erzeugst eine Decomposition Rule und überlegst, wie eine Person Passwörter baut, welche Mutationen sie verwendet, welche Ersetzung und so weiter. Wenn du etwas Unbekanntes hast, dann speicherst du es und untersuchst es later und gibst ihm einen neuen Classifier. Und dann hast du eine Liste von Classifiern und Algorithmen. In der Praxis sieht das etwa so aus. Du nimmst etwas, was aussieht wie ein starkes Passwort, aber es sagt dir, es ist ein Muster direkt von der Tastatur. Jemand hat nur bestimmte Tasten gedrückt und Shift gedrückt. Andere einfache Muster können identifiziert werden, wenn man sich anschaut, wie Leute sie bauen. Oder ein kompliziertes Passwort wie dieses hier wird sozusagen untersucht und du kannst alle Elemente identifizieren. Und die können dann wieder in eine Regel für Unhash geschrieben werden. Was ihr hier seht, ist eine generische Regel für das Unhash-Tool, die ausgeführt werden kann und es ergibt. Und NumLang4 ist ein Wörterbuch aus vier Zahlen. 11 ist und R steht für eine Ersetzung. Und strlen4 ist ein Wörterbuch mit allen Strings von der Länge 4. In dem Data Mining Prozess, wenn der Sieb-Algorithmus die Passwörter klassifiziert, habe ich all die Daten gesammelt, zum Beispiel alle Nummern, die eine Länge von vier Zeichen haben, und danach habt ihr eine Wortliste, die anhand der Häufigkeit der am meisten benutzten Nummern basiert. Also nach der Wahrscheinlichkeit, dass Leute diesen Nummer wählen. Die Regeln sind ausdrucksstark. Ihr könnt jede Kombination von Wortlisten, Strings, Generatoren, was auch immer ihr wollt, machen, um die Passwortkandidaten zu erzeugen. Ihr könnt Ersetzungen erzeugen, Klein- und Großschreibung. Ihr könnt Permutationen benutzen, zum Beispiel, wenn ihr ein Passwort haben möchtet und ihr möchtet das S in Passwort zu 5 ändern. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr alle S verändern wollt in die 5 oder nur den ersten und den zweiten. Und ihr müsst nicht mehrfache Regeln schreiben, um diese Ausdrücke zu erzeugen.
And also you can write your und ihr könnt eure eigenen Regeln anhand von Python schreiben. Der Vorteil von Unhash-Regeln ist, dass ihr jede Wortliste verwenden könnt, die ihr immer auch mögt. Ihr könnt die nehmen, die bei Unhash dabei ist und die basiert auf unserem Data Mining. Ihr könnt die Google-Wordliste verwenden, um weitere Passwörter zu erzeugen. Die aus dem Google-Datenbestand stammen, oder ihr benutzt ihre eigenen, und meine Empfehlung ist, nehmt die erste und die zweite Methode. Ja, also Unhash und die Google-Wordlist. Der Use Case ist relativ einfach. Das Tool sollte UL-Dateien ausführen können und ihr pipet das einfach in euer Passwort-Cracking-Programm wie John DeRitvo oder Hashcat. Der interessante Teil ist, wenn ihr auf GitHub guckt, das tun bestimmt manche von euch, dann denkt ihr, dass das der hässlichste Code ist, den ihr je gesehen habt. Aber wenn es hier ein paar Python-Ninjas gibt, die das besser machen können, dann bitte Empfehlungen einfach gerne an mich. Der interessante Teil ist, ich habe PyPy verwendet. Vielen Dank an die Ersteller, weil die haben mir es ermöglicht, es noch erheblich schneller zu machen. Manche Ergebnisse sind ein paar Worte später, was die Ergebnisse angeht. Wenn ihr ein normales Bootforcing-Programm verwendet, dann wird es immer ein paar Passwörter finden in einer gewissen Zeit. Ich habe 24 Stunden als Messzeit genommen. Und was habe ich gemacht? Ich habe Unhash verwendet, mit der Google-Wordliste verwendet, um eine weitere Wortliste zu erzeugen, die auf der Basis der Top 10 Seiten der Keywords und so weiter besteht. Also die Keywords, die hier oben stehen. Diese Liste habe ich benutzt zusammen mit der Liste aus dem Data Mining. Und ihr seht, ihr könnt 20% bessere verwenden, im Gegensatz zu einfach nur John. Warum? Brute Forcing hilft euch, viele kurze Passwörter zu finden, nicht so sehr die komplexen. Dieses Tool wird scheitern, wenn ihr ein Passwort habt, das so pseudo-zufällig aussieht. Aber wenn ihr ein Passwort habt, das auf der Basis von Kombinationen und Permutationen besteht, dann hilft dieser Ansatz. Ihr seht hier, längere Passwörter werden tatsächlich besser aufgedeckt mit diesem Ansatz, also dem Unhash. Glaubt nicht, dass Unhash irgendwie besser ist als John the Ripper und OCL Hashcat oder Hashcat, und die machen schon einen sehr guten Job. Ihr sollt einfach nur das richtige Tool für den richtigen Job verwenden. Das hört sich alles ein bisschen kompliziert an, aber ihr findet die Beispiele auf GitHub, all die Regeldateien, und ihr könnt sie einfach ausführen und dann kommt die Magie und es funktioniert einfach. Das sind zwei sehr unterschiedliche Use Cases. Aber wenn ihr einen GPU-Cluster habt, dann ist natürlich die GPU der König. Dasselbe gilt für FPGA-Boards. Wenn ihr nach langsamen Hashen guckt, wie Bcrypt, Scrypt, und ihr könnt euch nicht so wahnsinnig viele Vergleiche leisten, dann versucht diesen Zusatz, das könnte helfen. Das hilft auch mit Passphrases, also Sätzen. Ihr kennt einen Teil der Passphrase, ihr wisst, wie die Passphrase erzeugt wurde, wie viele Wörter sie hat, dann könnt ihr einfach das bootforcen. Oder ihr könnt es auch für eigene Werkzeuge verwenden. Was ich immer sehe, dass dieser datenzentrierte Ansatz sehr interessant ist. Wenn ich meine, baut es, dann seid nicht böse. Es ist sehr einfach zu benutzen. Es ist auf GitHub verfügbar. Und ich freue mich, wenn Leute mitcoden wollen oder mitforschen wollen. Wenn ihr Fragen habt, ihr habt hier meinen Twitter-Account, ihr habt mein E-Mail, ihr habt den GitHub. I'm open for questions. Ja, und jetzt könnt ihr mir Fragen stellen. Vielen Dank für diesen Talk.
Für Fragen bitte stellt euch an den Mikrofonen auf. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Internet? Nein, keine Fragen aus dem Internet, okay. Questions and comments in the room. Fragen und Kommentare aus dem Saal. On a five, yeah, sure. You said that you du hast gesagt, dass du Schwierigkeiten mit Machine Learning hast. Könntest du erklären, warum das so war? Das war, weil Maschinenlernen-Algorithmen, Dinge, die ich getestet habe, waren nicht so richtig passend, denn viele Klassen von Passwörtern. Das klassische Problem des Übertrainierens. Du trainierst deinen Maschinenlernen-Algorithmus, um einen Teil der Geschichte herauszufinden, eine Art von gelernten Passwörtern, und das scheitert dann an den anderen. Eine Sache, die man tun kann, ist etwas wie Zufallsforce verwenden, wenn man keine gute Klassifizierung hat, oder etwas wie ein Komitee von Maschinen. Also Maschinenlernen ist so mehr oder weniger inspiriert von dem Komitee-Lernen inspiriert. Es ist sehr viel einfacher, einen Klassifizierer zu bauen für eine Art von Passwörtern, wenn man dann außerdem Beiträge von darüber bekommen, wie Passwörter von Menschen erzeugt werden. Aber man kann kompliziertere Ideen bekommen, wie über das Klassifizieren. Was ist, wenn jemand eine Passphrase erzeugt und dann den ersten Buchstaben davon verwendet? Wie klassifiziert man das? Mit einem Seeding-Algorithmus kann man das gut klassifizieren. Denn man kann einen Klassifizierungsfall benutzen, das dann einen Wahrscheinlichkeitsscore dafür hat und Ergebnisse liefert. Nimmt dein Algorithmus an, dass die Passwortklassen unabhängig sind? Ja, unsere Klassen sind unabhängig. Sie werden Dinge verwendet, kombiniert wie Keyword-Patterns, Zeichenersetzungen, jemand verwendet ein Wort und ersetzt einen Teil von Wörtern. Das sind also alles unabhängige Klassen, und deswegen ist es sehr viel einfacher, das so zu tun. Microphone one. Hi. Hi. I was wondering if, ich habe mich gefragt, kann Unhash auch, kann es Attribute verwenden wie Muttersprache, andere Dinge, oder zum Beispiel die Webseite des Ziels beispielsweise zu verwenden, ja, um es noch genauer auf ein Ziel auszurichten. Der erste Teil ist der Maschinenlernen-Teil, den ich gemacht habe, ist basiert auf diesen Wörterbüchern. Englisch, Deutsch, Kroatisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Holländisch. Also die Regeln sind abgeleitet von diesen Hauptklassen. Das Scrapen mit der Google-Wortliste ist, man kann Google Docs schreiben, man kann N-Schlüsselwörter schreiben und dann irgendwas wie NL und dann verschiedene Einträge, die mit NL starten, und dann kann man das Scrapen von 100 Seiten, ach so, Holländisch, nicht starten mit NL, sondern Holländisch, und man kann das in UTF-8 dann von Websites ablesen, man hat keine Probleme. Die Ergebnisse durch die G-Word-Liste kann man dann mit dem Unhash-Tool verwenden, und das ist also das, was man machen kann. Man kann also Ergebnisse scrapen und Google-Wordlisten verwenden. Man kann alle Google-Docs verwenden, die man möchte. Zum Beispiel eine Suche auf ein bestimmtes Land reduzieren, bestimmte Schlüsselwörter und sagen, okay, nehmen die Top 500 Sites, und dann kann man das verwenden in den Regeln, die dann also frei erhältlich sind. Und eine weitere Sache, um Passwort-Policies zu implementieren, die man, wenn man die Policy des Ziels kennt, benutzt einen Großbuchstaben, benutzt ein besonderes Zeichen. Geht das auch, dass man Passwort-Policies verwenden kann? Oder sollen wir einfach eine Regex schreiben, um das auszufiltern? Zunächst kann man das herausfiltern durch Regeln. Man kann sehr schnell lesen, welche Regeln nicht abgedeckt werden durch die Passwortklasse oder durch die Passwortpolicy. Man kann also sehen, ob es eine Ersetzung gibt oder nicht oder solches. Das braucht dann vielleicht ein Sonderzeichen. Man kann dann, wer Scrap auf
auf die Regeln durchführen, die also das vielleicht nicht haben. Man kann also ziemlich genau das zuschneiden auf den Angriff, den man machen möchte. Das ist also der Punkt bei Unhash. Man kann dies anpassen auf irgendeinen Use Case, jeden, den man haben möchte. Es ist, also ich habe schon gesagt, es ist kein Ersatz für John the Ripper, Hashcat oder irgendwas anderes. Das sind fantastische Regeln, um alles für Brute Force Attacken. Aber es wird interessanter, wenn man einen Attack auf eine Passphrase, auf einem Slowhash machen möchte, wenn man einen bestimmten Satz von Wörtern angreifen will, zum Beispiel medizinische Wörter, wenn man einen Penetrationstest machen will, wenn man in einer medizinischen Anlage, wenn man spezifische Wörter, G-Word-Liste damit und dann das da herauslesen und dann einen Hash darauf verwenden. Ne? Das wäre cool, wenn es davon eine webbasierte Variante gibt, so eine Art Cloud-Cracking-Service. Ja, ja, Cloud-Wordless-Generation, ja. Gute Idee. Wenn ihr den Raum verlasst, seid bitte leise, es ist nicht so schwer. Letzte Frage. Danke für den Talk. Quick, schnelle Frage. Du hast einen Performance-Gewinn von 20% gezeigt. Hast du mehr Tests gemacht? Hast du eine gewisse Metrik erstellt? Okay, die möglichen Performance-Gewinne sind schwer direkt zu messen. Denkt also nicht, dass dies jetzt irgendwie in schlecht für John oder Hashcat oder was ist. Es hängt von der Passwortliste ab natürlich wieder. Und wenn zum Beispiel, dies waren allgemeine Passwortlisten. Und wie gesagt, die Forschungsdaten sind schwer zu erhalten, denn es gibt nicht wirklich große Passwortlisten mit einer ähnlichen Anzahl von guten Benutzern. Wie soll ich sagen, sicherheitsbewusste Benutzer, die gute Passwörter benutzen und andere, normalere Benutzer. Ich habe also 24 Stunden als Metrik verwenden. Man muss viel experimentieren, große Experimente. Das Experiment dauert also einen Tag und das ist wahrscheinlich die Zeit, die jemand als Penetrationstester ohne Cluster verwendet, um alle schwachen Passwörter auszuprobieren. Ja? Das ist also, warum ich große Passwortlisten zum Testen verwendet habe, zum Beispiel LinkedIn, zum Beispiel Yahoo, Passwortlisten, sowas. Thanks a lot, Tony. Please give a lot of applause. Applaus für den Redner und vielleicht auch ein bisschen Applaus für die Übersetzung.